Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es ist ja nicht so, als wäre die Thematik nicht schon in den letzten Legislaturperioden ausgiebig behandelt worden. Was ist eigentlich seit der letzten großen Anfrage vom 24. November 2016 passiert? Das darf man sich ruhig mal fragen. Nutzt die Landesregierung auch hin und wieder die Autobahnen? Kennt sie die kilometerlangen Staus? Die Pendler, die Tag und Nacht dort stehen? Die Unfallschwerpunkte durch Fahrbahnverengungen? Die unübersichtlichen Baumaßnahmen? Und vor allem die Zeitverluste, die tagtäglich entstehen. Man könnte glauben, CDU und SPD würden nicht schon seit Jahrzehnten regieren. Und jetzt wollen sie den Bundesverkehrswegeplan 2030 umsetzen. Wir sind gespannt. Auf dem Neujahrsempfang der Stadt Lehrte hat der Bürgermeister die anwesenden Landtagsabgeordneten gebeten, auf die besonders schlimme Situation auf dem Streckenabschnitt der A2 zwischen Hebeler Wald und Lehrte Ost hinzuweisen. Als Landtagsabgeordneter, aber auch als Ratsherr der Stadt Lehrte, komme ich dem nun gerne nach. Beispielsweise gab es 2017 laut dem ADAC alleine auf der A2 zwischen Hemeler Wald und Lehrte Ost 2222 Staukilometer, sodass die Autofahrer dort 552 Stunden oder auch umgerechnet 23 Tage im Stau standen. In den letzten 120 Tagen gab es auf dem eben genannten Streckenabschnitt an 103 Tagen einen Unfall. Erkennen Sie das Verbesserungspotenzial? Die volkswirtschaftlichen Schäden durch Zeitverluste und Umfälle sind immens. Schon bei der Planung war klar, dass eine Strecke zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin zur meistfrequentierten in Deutschland werden würde. Spätestens nach dem Mauerfall war dies offensichtlich. Niedersachsen hatte also 28 Jahre Zeit, die Baumaßnahmen durchzuführen. Scheinbar wurde dies aber verschlafen. Dass das Verkehrswegenetz ausgebaut werden muss, sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein. Die Einrichtung eines 24-Stunden-Baubetriebs an 7 Tagen, um die Belastung für die Nutzer bei der Autobahn zu minimieren, ist daher eine Minimalforderung. Neben dem Ausbau der Autobahn muss vor allem in die Verkehrslenkung investiert werden. Denn viele der Staus könnten vermieden werden, wenn der Nutzer verlässlich darüber informiert würde, wann und wie er die Infrastruktur nutzen kann. Auch sollte man stärker darauf hören, was die Verkehrsexperten und die Verwaltung raten. Als dringende weitere Maßnahme sollte man daher die Verkehrsmanagementzentrale in Niedersachsen, Region Hannover, personell und fachlich stärken. Auch einige meiner Vorredner haben das gefordert. Wir sind gespannt, was passieren wird. Wir werden den Antrag aber erstmal so einbringen und dann im Ausschuss diskutieren. Dankeschön. Danke, Herr Henze. Uns liegen keine Worte.